Leute und herzlich willkommen hier mal wieder zu diesem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Zusammen mit Cobra 307. Trick Nummer 1. Der Bunny Hop. Also, ihr probiert einfach mit dem Bunny Hop ganz chillig so hoch zu springen. Schritt 1 für den Bunny Hop. Ihr geht mit dem rechten Bein auf die Bremse und springt so oft wie es geht weiter. Wenn ihr das gut könnt, geht es zu Schritt 2. Ihr macht einfach mit dem Lenker, zieht den so hoch und dann springt ihr wieder mit dem rechten Bein weiter. Easy. Wenn ihr das gut könnt, macht ihr das gleiche, nur dass das linke Bein auch auf den Roller kommt. So ungefähr. Also, so halt. Easy. Wenn ihr das alles gut könnt, macht ihr diesen einfachen Schritt, Nummer 4, der Piggy Hop. Einfach normal zu springen. Easy. Und wenn ihr halt alles dann super gut könnt, könnt ihr es dann mit dem richtigen probieren. Der geht dann so. Also das war jetzt nicht schlecht, weil, ja. Ja, okay. Nummer 2. Also, Trick Nummer 2 wäre dann einmal der Barspin. Der Barspin geht so, dass ihr einfach mit dem linken Bein der Bremse wieder seid, mit dem rechten Bein auch, den die Hand da habt, dann einmal kurz hochgeht und dann so. Also ungefähr so. Einmal rumherum. Erster Schritt ist wieder das gleiche, nur dass das linke Bein auf die Bremse kommt oder was auch immer für euch besser ist. Dann mit dem rechten Bein wieder auf das und dann probiert ihr einfach so, irgendwie so hoch zu kommen. Easy. Und wenn ihr das dann gut auch könnt, könnt ihr einfach bei Schritt 2 mit der Hand, mit der rechten oder mit der linken, ist mir egal, an diesem Griff hier. Und dann probiert ihr einfach mal beim Hochjumpen so zu drehen. So. Ganz easy. Wenn ihr das alles gut könnt, könnt ihr es dann einmal so richtig herumdrehen. Ihr müsst einmal hier und einmal hier, wie ich gesagt habe, hochsteppen und drehen. Das wäre es dann für Stunt Nummer 2. Trick Nummer 3. Der 180. Der 180 geht ganz schnell, wo ihr einfach zur Hälfte dreht. So. Schritt 1 für 180 ist, ihr müsst wieder auf der Bremse stehen. So hoch. Und dann probiert einfach nach rechts oder nach links zu drehen. Ist mir egal. Schritt 2 dann wäre, das gleiche zu machen, nur mit einem Sprung. So. Und wenn ihr das gut könnt, könnt ihr es dann mit Schritt 3 probieren. Und zwar geht Schritt 3 so, dass ihr wieder so springt, aber probiert einfach weiter so, euch so zu drehen halt. Also ihr macht den Lenker nach rechts und die Kurve nach links. Easy. Und das wär's dann für 180. Trick Nummer 4. Einmal der Wheelie. Der Wheelie besteht daraus, dass ihr einfach nur mit einem Rad oder mit zwei Füßen, nicht Räder, ihr fährt dann einfach ganz chillig so der Straße auf einem Rad. Erster Schritt. Einmal macht ihr den rechten Fuß oder den linken Fuß. Ist mir natürlich egal, ob ihr links oder rechts
Füße seid oder so, keine Ahnung. Stellt euch einfach so auf den Roller und versucht halt beim Fahren so zu kippen. Oder beim Stehen, ist mega. Schritt 2. Zweiter Schritt ist, es so viel Anlauf zu nehmen, wie ihr könnt und dann hochzuziehen. Natürlich nicht übermäßig hochzuziehen, dass ihr umkippt. Also ungefähr. Das würde dann so aussehen. Bei Kurzanlauf. Klingt nach Sturm. Ja, ich weiß. Ist super besser, ne? Ja. Und vor allem gefühlt mitten in der Nacht. Ich selbst, meine Freunde, kann Schäber nicht so gut. Also, kann ich verstehen, dass ihr es noch nicht so drin könnt. Ich übe selber noch. Naja, das wäre es dann für Schritt 4. Also Tristan, könnte man sagen, dass du den Wheelie noch nicht ganz so gut kannst? Nein. Könnte man sagen, ja. Schon den nächsten Tag und jetzt zeigen wir euch den letzten Trick, nämlich Trick Nummer 5. Der Rockstall. Genau. Rockstall. Easy zu machen und ganz simpel. Der Rockstall geht so, dass ihr mit eurem Scooter oder wenn ihr Skateboard fahrt, einfach euch eine Bürgersteigstange, sucht und dann halt wie ein Slide. Oder halt ohne weiter zu sliden. Einfach nur mal so drauf springen halt. Ungefähr so. Und das war jetzt halt ohne, weil ich meinen Fuß weggemacht habe. Ich hatte halt nicht genug Anlauf. Aber ja, der erste Schritt mit Rockstall ist, ich springe einfach so hoch wie es geht. Also nicht zu hoch. Dass ihr hier drauf kommt. Und wenn ihr dann drauf seid, wartet ihr ein paar Sekunden oder Minuten, keine Ahnung. Und ja, Schritt Nummer 2 wäre dann, wenn ihr hier drauf seid, schnell wie möglich, wenn ihr zu Ende mit den Sekundenzählen seid, nach rechts die 180 zu springen. Also so. Auch ganz easy. Das wäre es ehrlich gesagt für mich. Tricks, so habe ich es ungefähr gelernt. Und ja, das wär's dann. Wenn ihr das gut könnt, könnt ihr mit dem Rüschen probieren.